In einem kleinen Ort in Hessen wird 1993 ein junger Mann vor den Augen seiner Familie entführt. Nach bangen Tagen des Wartens erfolgt eine Lösegeldübergabe. 2 Millionen Mark. Auch die ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst hat versucht, die Verantwortlichen für diese Entführung zu finden. Ralf Döbele ist Journalist und Aktenzeichen XY-Experte. Diesen Fall hält er unter den Entführungsfällen bei XY für herausragend. Die beiden Täter in diesem Fall sind mit unglaublicher krimineller Energie vorgegangen. Später stellte sich dann heraus, dass dieser Fall auch im Zusammenhang stand mit einem der bekanntesten Entführungsfälle in der deutschen Geschichte. Dietzenbach in der Nähe von Offenbach. Es ist der 1. September 1993. Der Juniorchef eines Fleischgroßhandels, wir nennen ihn Andreas F., verlässt um 5.30 Uhr morgens sein Haus. Dann geschieht etwas Unglaubliches. Seine Kinder bemerkten zuerst Männerstimmen vor dem Haus. Sie sahen dann auch, wie ihr Vater bedrängt wurde. Die Ehefrau ging dann ans Fenster und sah, wie Andreas F. von 2 Männern in ein Auto gezwungen wurde und das Auto wegfuhr. Sie verständigte daraufhin sofort die Polizei. Die Kripo übernahm die Ermittlungen und ging auch praktisch sofort von einer Entführung aus. Die Polizei sichert die Spuren, kann aber ansonsten nur auf eine Kontaktaufnahme der Täter warten. 24 Stunden später dann das erste Lebenszeichen des Entführten. Was könnten Sie sein? Geh ran, Birgit. Ja, bitte? Hallo, Nicole. Es geht mir gut. Fahrt bitte sofort an die Bushaltestelle am Gut Neuhof. Dort findet ihr eine Kassette mit Nachricht. Bitte macht schnell. 2 Polizisten in Zivil fahren zum beschriebenen Ort, der Bushaltestelle Gut Neuhof bei Dreieich, nur wenige Kilometer vom Wohnort des Opfers entfernt. Tatsächlich lag dann hier in einem Mülleimer die besagte Videokassette. Darauf waren Aufnahmen von Andreas F. Die Täter hatten ihr Opfer gefilmt und es gezwungen, ihre Forderungen vorzubringen. Die Entführer wollten 2 Millionen D-Mark Lösegeld. 2 Millionen Mark. Ein Betrag, den die Familie des Entführten nur schwer aufbringen kann. Dennoch zögert sie nicht, das Geld irgendwie zu beschaffen. Die Entführer verlangten von der Familie von Andreas F., dass sie eine Anzeige in einer größeren Tageszeitung schalten sollten, sobald das Lösegeld bereitstand. Das geschah dann auch knapp eine Woche, nachdem die Entführung begonnen hatte. Die Familie gab der Anweisung gemäß eine Anzeige auf, in der ein Ausbeiner gesucht wurde, also quasi eine Art Jobanzeige. So wussten die Entführer, jetzt ist es Zeit für die Geldübergabe. Die Geldübergabe soll an der Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden stattfinden. Ein Freund des Entführten bringt am späten Abend des 7. September 1993 eine Tasche mit dem Geld auf die Brücke. Dort hängt in dieser Nacht am Straßenrand ein rotes Tuch als Erkennungszeichen. Der Freund wirft die Tasche mit den 2 Millionen Mark schließlich in die Tiefe. Nachdem das Geld abgeworfen worden war, traten die Täter die Flucht mit dem Lösegeld an. Die Kripo konnte damals nicht wissen, dass der Haupttäter reichlich Erfahrung als Taucher hatte. Er tauchte also wortwörtlich mit dem Geld unter. Er verschwand damit durch den Rhein, tauchte durch den Rhein und entkam so den Behörden. Noch unter der Brücke wird der Entführte freigelassen. Für die im Fall ermittelnde Kripo Offenbach ist das Opfer der Schlüssel zur Klärung des Verbrechens. Der Mann berichtet der Polizei, er sei nach dem Kidnapping etwa 30 Minuten lang zu einem unbekannten Haus gefahren worden. Dort habe er sich die ganze Zeit über in einer Holzkiste aufhalten müssen, die in einem dürftig möblierten Raum aufgestellt war. Im Radio sei ein Frankfurter Lokalsender zu hören gewesen. In den nächsten Tagen versorgten die Entführer Andreas F. auch immer wieder mit Essen. Die Verpackung eines halben Hähnchens, das sie besorgten, diente auch später als einer der wichtigsten Ansatzpunkte. Außerdem, neben dem Radio, wurde ihm schließlich auch ein tragbares Fernsehgerät zur Verfügung gestellt. Dennoch darf man sich nicht täuschen. Also die Täter sorgten immer dafür, dass Andreas F. sie nie zu Gesicht bekam, was rückblickend sicher auch besser war, denn hätte er sie gesehen, hätte das durchaus ein Todesurteil bedeuten können. Für die Opferfamilie tut sich ein weiteres, ganz anderes Problem auf. Nachdem das Lösegeld zur Verfügung gestellt worden war, stand die Firma von Andreas F. praktisch vor dem wirtschaftlichen Ruin. Die Familie musste das Geld noch bis tief in die 2000er Jahre zurückzahlen. Die Polizei setzt alle zur Verfügung stehenden Mittel in Gang, um die Täter zu finden.
Dazu zählt auch die Ausstrahlung des Entführungsfalls in der Aktenzeichen XY Ungelöst-Sendung vom 3. Dezember 1993. Kidnapping, eine Form des Verbrechens, vor dem die Menschen große Angst haben. In manchen Ländern der Erde gibt es organisierte Banden, die sich darauf sogar spezialisiert haben. Hier im deutschsprachigen Raum sind Taten dieser Art Gott sei Dank noch relativ selten. Das muss aber nicht so bleiben. In der Sendung werden die Uhr und die Jacke des Opfers gesucht, die während der Tat geraubt wurden. Nach der Ausstrahlung bei XY gingen zahlreiche Hinweise ein, auch auf einen möglichen Entführungsort. Dennoch gelang es nicht, diesen Ort zu ermitteln. Es muss ein viel schlimmeres Verbrechen passieren, um den Fall von Andreas F. schließlich klären zu können. Die Entführung des Unternehmers Jakob Fischmann. 4 Millionen Mark sollen damals erpresst werden. Das Geld wurde übergeben an einer markierten Stelle an der A3. Danach blieb Jakob Fischmann allerdings verschwunden, auch 10 Tage nach der Entführung. Doch dann hat die Frankfurter Polizei einen ersten Hinweis auf die Entführer von Jakob Fischmann. Auf einem Autobahnparkplatz in der Nähe der Geldübergabestelle war ein Geländewagen gesehen worden. Dieser Geländewagen war zugelassen auf Sven K., der war polizeilich vorbestraft. Über Sven K. führte die Spur zu seinem ebenfalls vorbestraften Vater Rainer K. Im Garten der Eltern von Rainer K. fand man schließlich das Lösegeld. Es war dort vergraben worden. Sven K. gesteht schließlich die Entführung von Jakob Fischmann. Er sagt aus, sein Vater habe den Mann umgebracht. Der Grund? Rainer K.s Gesichtsmaske war verrutscht und das Opfer hatte in ihm den Mann einer Angestellten wiedererkannt. In einem Waldstück im Kreis Fulda wird der Ermordete schließlich gefunden. Doch Sven K. gesteht bei der Frankfurter Kripo noch weitere Taten. 1991 haben die beiden den Neffen von Jakob Fischmann entführt. Und auch die Entführung des 32-Jährigen aus Dietzenbach geht auf das Konto von Rainer und Sven K. Im Oktober 1997 beginnt der Prozess gegen Vater und Sohn in Frankfurt am Main. Hier in Frankfurt am Landgericht mussten sie sich allerdings lediglich für die Entführung und Ermordung von Jakob Fischmann und für die Entführung 1991 verantworten. Das hatte laut Staatsanwaltschaft Prozess taktische Gründe. Danach wollte man vermutlich Rainer K., der in dem Prozess sehr eitel und sehr kaltblütig auftrat, nicht noch einmal diese große Bühne über mehrere Monate hinweg ermöglichen. Zudem erwartete man vor Gericht bereits die Höchststrafe für Rainer K. Daran hätte auch ein weiteres Urteil im Fall Andreas F. nichts geändert. Und dennoch wird am Rande des Prozesses eine Ermittlungspanne nach der Entführung des Dietzenbacher Industriellensohns Andreas F. bekannt. Am Geldübergabeort war eine Plastiktüte sichergestellt worden. Diese wurde in ein Kriminallabor geschickt, blieb dort aber liegen. So wurde nicht festgestellt, dass die Tüte einen Fingerabdruck enthielt. Und dieser Fingerabdruck, wie sich später herausstellen sollte, gehörte zu Sven K. Über ihn hätte man sicher auch Rainer K. als Haupttäter feststellen können. Letztendlich muss man sagen, dies bedeutet, die Entführung und Ermordung von Jakob Fischmann hätte eventuell verhindert werden können. Der Prozess vor dem Frankfurter Landgericht dauert fast ein Jahr. Schließlich wurde Rainer K. wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Außerdem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt und es wurde obendrein noch Sicherungsverwahrung veranlasst. Das ist eigentlich die absolute Höchststrafe, die unser Gesetzbuch bereithält. Mehr geht eigentlich nicht. Sven K. erhielt wegen Beihilfe eine Haftstrafe von 12 Jahren. Er kam 2006 wieder auf freien Fuß. 4 Jahre danach beging er Selbstmord. Der Haupttäter Rainer K. sitzt bis heute in Haft. Das Entsetzen über seine Taten bleibt.